So, herzlich willkommen hier in diesem Interview und heute habe ich mal wieder eine absolute Expertin hier mit dabei und zwar die Buchautorin von diesem tollen Buch, Dr. Helena Orfanos-Böckel. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bei mir auf der Gegenseite sitzt und berichte doch mal kurz, wer bist du, was machst du und wie kamst du zu diesem Buch? Ja, hallo Thorsten. Erstmal vielen Dank, dass ich hier heute mit dir zusammen dieses Interview machen kann. Und vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin Internistin, Nephrologin geworden hier in Berlin an der Freien Universität Berlin. Heute ist das die Charité. Und ich habe dann nach 10 Jahren Uniklinik vor 20 Jahren meine Praxis hier in Charlottenburg gegründet, habe die weiterentwickelt zur Praxis für ganzheitliche innere Medizin. Seit einigen Jahren arbeite ich nicht mehr als Kassenärztin, nur noch privat. Vorher hatte ich eine hausärztliche internistische Kassenzulassung. Und dieses Buch ist entstanden aus der Beobachtung heraus, dass gesunde oder halbgesunde, müde, vor allen Dingen Frauen in den 40er Jahren sich an mich wandten, weil ich ja so ganzheitlich gearbeitet habe, auch kinesiologisch und noch ein paar andere alternative Sachen, weil sie sich mit ihrem Zustand nicht gut gefühlt haben, obwohl sie schon irgendwie, ich sage jetzt mal, alles gemacht haben, was man so machen kann in puncto gesundem Verhalten, Ernährung, Sport, auch meinetwegen Psychotherapie, Schlaf, Atmen, Beziehungen, Meditation und sich dann selber gefragt haben, warum schaffe ich es nicht, meinen Körper, sagen wir mal, wieder in den Zustand zu bekommen, den ich vielleicht mit 30, 35 irgendwie so immer leicht herstellen konnte, wenn ich nur das oder das gemacht habe. Und da man in der Nephrologie sehr viel Blutdiagnostik auch schon in der Schulmedizin macht, habe ich das in den Jahren der Praxis immer weiterentwickelt. Also jedes Jahr irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 Werte dazugenommen. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass obwohl die Frauen ganz gut ausgeschaut haben und wirklich, ich hätte nichts gewusst, was ich jetzt noch obendrauf an deren Verhalten verändern hätte sollen, war innen drin doch der Stoffwechsel über die Labordiagnostik sowas wie sehr durcheinander. Und es fehlten vor allen Dingen Nährstoffe, aber auch ein paar Hormone, die in der Schulmedizin nicht wirklich eine Bedeutung haben. Es waren da schon Werte nicht mehr okay, die für Krankheiten stehen. Die waren zwar noch nicht so schlimm, dass der Organmediziner da irgendwie eine Behandlung hätte draus ziehen wollen. Also ein bisschen Cholesterin, ein bisschen Zucker, ein bisschen Hashimoto-Antikörper, ein bisschen Entzündung, CRP. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie von Werten. Ich nenne die Schlüsselwerte. Das schreibe ich auch alles ausführlich am Ende des Buches. Und die waren auch irgendwie nicht so richtig da, wo die hingehören. Und mir ist dann aufgefallen, dass wenn man durch Steigerung der Nährstoffwerte in wirklich meistens Bereiche, die über dem normalen Referenzbereich liegen, weil das ist nur die statistische Normalverteilung unseres Versorgungszustands, dass man dann über bessere Schlüsselwerte tatsächlich Krankwerte, die für altersbedingte Stoffwechselerkrankungen gerade im Alter sprechen, meinetwegen Arteriosklerose, Osteoporose, dass man die senken kann. Und wie ich mir das so vorstelle, das habe ich dann in dem Buch, finde ich, doch auch ganz übersichtlich aufgeschrieben. Und vor allen Dingen glaube ich, das, was da vielleicht dich und andere auch besonders entzückt, ist, dass ich die Laborwerte, auf die ich einstelle, gerade bei den Nährstoffen, und damit meine ich Vitamine, Spurenelemente und sowas, wie man die einstellen muss, damit die therapeutisch innen drin tatsächlich dann auch etwas Wirkungsvolles machen gegen die Natur. Und mit Natur meine ich Alter, Genetik, Epigenetik. Und da muss man dann schon intensiver mit Vitamin C oder B12 arbeiten, damit das dann auch eine Wirkung hat. Und ich habe dann 2 Labore, mit denen ich viel arbeite, als Beispiel auch immer genannt, gerade bei den Nährstoffen. Und damit kann man eigentlich dann auch
orientierend sein eigenes Labor, selbst wenn es nicht die gleichen sind, kann man sich an den Referenzwerten orientieren, gucken, wo der Punkt ist, wo man selber da steht, um dann tatsächlich die Einstellung auch ruhig in der Selbstverantwortung weiter optimieren zu können. Also das ist so die Idee. Die Idee ist mit Nährstoffen und Hormonen, zwei Substanzgruppen, die man in der Schulmedizin nicht nutzt, präventiv, aber auch kurativ quasi, ja, so wie medikamentös einzustellen, um dann wirklich den Stoffwechsel auf, in Richtung Gesundheit in eine bessere Funktion zu bringen. Also es ist jetzt lang gewesen vom Anfang der normalen Nephrologie hin zu meinetwegen etwas, das nenne ich jetzt Nährstoff- und Hormontherapie. Und das kann man vergleichen, so wie mit Ernährungswissenschaften, Sportwissenschaften, da gibt es ja auch eine wissenschaftliche Grundlage, wie man jemanden, der gesund oder krank ist, in puncto Ernährung und Sport wirklich beraten und auch therapieren kann. Und das könnte man mit Nährstoffen und Hormonen nach Labordiagnostik auch. Punkt. Ja. Sehr tolle Einführung und beschreibt genau das, was sehr, sehr wichtig ist. Und da hast du einen wichtigen und spannenden Aspekt gemeint über den Normwerten. Weil für viele, wenn sie mal drauf schauen auf die Laborwerte, die Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, wo du da alle drin hast, dann ist ja für einen normalen Mediziner der Wert, der gerade so in der Labornorm drin ist, alles okay. Und der Patient steht dann letztendlich da und dem geht es immer noch schlecht und hat immer noch keine Idee, was er machen kann. Und dieses gerade so okay, ein Kratzen vielleicht schon an der Untergrenze, was diese Nährstoffe angeht, das ist dann schwierig. Und da ist es natürlich ganz wichtig zu sensibilisieren, dass ein Wert über der Labornorm, gerade bei Nährstoffen, kein Problem darstellt und sondern eher kurativ oder hier auch in der Behandlung effektiv eingesetzt werden kann. Ja, das bestätige ich, dass das mit eins der Hauptprobleme ist, was tatsächlich dann oft zwischen vielleicht Menschen, die meisten sagen ja Mikronährstoffe, ich sage Nährstoffe, damit man nicht denkt, das sei ganz klein, sondern das ist mega groß. Ja, ja. Also da gibt es einen Konflikt dann zwischen denen, die dann die Nährstoffe schon nutzen und dann landen die tatsächlich in Referenzbereichen, manchmal am oberen Rand oder sogar auch darüber und der nicht wissende Arzt, der kann da nichts für, das ist nicht bekannt, der weiß dann nicht, dass es gerade da erst anfängt, sagen wir mal, gut zu sein. Und das habe ich im Buch auch ganz gut beschrieben. Es gibt 5 Denkfehler, die quasi zwischen dem Nutzen der Vitamine und Mineralien und der klassischen Medizin stehen. Das hat was mit dem Referenzbereich zu tun. Es hat auch was zu tun mit dem Nichtwissen, dass zum Beispiel jeder von uns auch seine therapeutische Dosis braucht. Also zum Beispiel du und ich, wir brauchen vielleicht nicht die gleiche Menge Zink, sondern du vielleicht ganz wenig, ich ganz viel, um in den therapeutischen in den Therapiezielbereich zu kommen, wo Zink sein muss, damit es wirklich auch was im Immunsystem hilft zu tun. Auch zum Beispiel Vitamin D wird nicht gewusst, das ist genetisch bei jedem von uns unterschiedlich, so wie wir eine andere Hautfarbe haben, so haben wir innen drin auch ein anderes enzymatisches, schnelles oder langsames Gerüst von Enzymen. Also Vitamin D wird verstoffwechselt und zwar mehrere Male. Das kann langsam, schnell sein. Dann je nachdem, wie die Haut ist, dunkel oder hell, wird mehr oder weniger vor D in der Haut gebildet. Also das wird nicht gewusst. Was auch irritierend ist, ist die Gesellschaft für Ernährung, die ja immer so Empfehlungen gibt. Und diese Empfehlungen, die beziehen sich nicht auf die Therapiedosis, die der Arzt, ich Ärztin mit Vitamin C machen könnte, sondern bei Vitamin C zum Beispiel 80 Milligramm verhindern täglich Skorbut. Das heißt also, das ist die Dosis, die wir essen müssen, um die Vitaminmangelkrankheit nach einem Jahr Weißbrotessen zu entwickeln. Und insofern, der nächste Fehler ist, dass auf den Deckeln und Dosen, die Dosis, die drinnen ist, sich immer auf diese 80 Milligramm bezogen werden muss. Das ist so geregelt. Und da steht dann, meinetwegen, wenn man 4000 oder 1000 Milligramm C ist, dann irgendwie zigtausendmal so viel wie diese 80 Milligramm. Und dann denkt natürlich ein vielleicht
Laie es sei, oh Gott, das ist ja eine totale Überdosis. Ne? Also da gibt es ganz viele Missverständnisse, die auch was mit Gesetzen zu tun haben. Die haben nichts mit Medizin und Therapie und Wohlsein zu tun. Und das ist echt schwierig zu verändern. Insofern, da hast du es wahrscheinlich schwer. Ich habe es auch schwer. Und deswegen braucht es informierte Menschen, die wirklich es besser wissen als vielleicht der eine oder andere Kollege, Kollegin im Krankensystem. Ja. Ich sage auch nicht Gesundheitssystem, sondern Krankensystem. Da ist das nicht bekannt, wie man Gesundheit herstellt. Wir lernen, wie wir Krankheiten diagnostizieren mit Ausschlussdiagnostik. Wir lernen nicht, die Gesundheit festzustellen mit, sagen wir mal, sowas wie Einschlussdiagnostik. Ja, also wie funktionelle Werte, das lernen wir nicht. Wir lernen nur Krank-Tot-Werte zu erkennen, um dann wirklich lebensnotwendige Maßnahmen zu ergreifen. Man kann dem Einzelnen vielleicht keinen Vorwurf machen, weil es ist halt jetzt noch so. Aber vielleicht irgendwann doch. Ist jetzt einfach so. Ne? Aber das sind ganz viele Aspekte, die es tatsächlich der Nährstofftherapie sehr, sehr erschweren. Das wäre so, wenn man also immer vor drei Äpfeln warnen würde, weil man könnte ja, ich weiß nicht was, Allergie Typ 1 bekommen oder vor einer Kniebeuge warnt, weil man, wenn man die falsch macht, kriegt man einen Bandscheibenvorfall. Also Bewegung ist ganz gefährlich. Was zu essen ist auch total gefährlich. Hauptsache nicht bewegen. So irgendwie komme ich mir da manchmal vor, ja. Ja, da waren jetzt schon ganz, ganz viele wertvolle Bausteine drin. Also ich greife mal raus. Letztendlich ist die Dosis, die optimale Dosis auch sehr, sehr, sehr individuell. Du hast Hautfarbe gesprochen beim Thema Vitamin D. Heute haben gefühlt alle Menschen Stress, mehr oder weniger. Manche bewegen sich gar nicht, weil sie vielleicht den ganzen Tag im Büro sind und nicht so den Spaß am Sport haben. Andere sind Leistungssportler. Dann natürlich Breitengrad, Genetik, Epigenetik. Das sind viele Faktoren, die solche Angaben da drauf, die ja irgendwo standardisiert sind, ich glaube auf einen 70-Kilo-Mann ausgelegt im Standardalltag, aber die können für manche Menschen passen, für die meisten allerdings überhaupt nicht. Das heißt, da brauche ich vielleicht eine viel geringere Dosis, weil ich entsprechend die Nährstoffe gut aufnehmen, verstoffwechseln kann, oder ich brauche eine deutlich höhere Dosis, weil mein Bedarf durch Stress, durch vielleicht viel Bewegung oder entsprechende Krankheiten dann ganz anderer ist. Es ist noch größer. Also es kommt auch drauf an, was du mit dem Stoff machen willst. Ja. Also es ist sogar möglich, mit unphysiologischen Dosierungen einzelner Nährstoffe zu behandeln. Mhm. Vergleich das mal mit Sauna. Also 90 Grad oder 100 Grad ist ja auf Dauer absolut unphysiologisch und wäre auch lebensbedrohlich, wenn uns da jemand über Stunden einsperren würde. Genauso auch das Gegenteil, die Kälte. Ne? Aber das kann man trainieren und man kann auch Reize setzen. Und in Wahrheit kann man auch unschädliche Reize setzen mit teilweise sehr hochdosierten einzelnen Nährstoffen. Dafür braucht man aber ein Wissen um ein Konzept, einen systematischen Zusammenhang und auch man braucht Wissen, was der Einzelne wirklich am Anfang für Werte hat und manchmal auch von mehreren Werten zusammen, um dann diese therapeutische Konsequenz auch ziehen zu können. Ne? Aber diese Werte, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, die hat nichts mit Therapie zu tun, bei niemandem, nichts. Es sind wirklich Mini-Werte, die einfach dafür sprechen, dass es echt schwer ist, uns in eine Vitaminmangelkrankheit zu bekommen. Das geht in anderen Ländern. Das ist nicht unser Problem. Das ist gar nicht unser Problem. Wir essen eher von der Menge her zu viel. Ne? Ja. Aber der Inhalt ist nicht mehr so frei von schädlichen Sachen, siehe Fisch. Und es ist auch nicht mehr der Gehalt an nützlichen Sachen so groß, wie es früher gewesen sein muss. Ich sage Konjunktiv, ich war ja nicht dabei. Aber es spielen tatsächlich sehr, sehr viele Dinge eine Rolle. Aber für niemanden sind diese Dosierungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eine therapeutische Dosis. Und was dann der Einzelne an Therapie braucht, hängt von dem individuellen Versorgungszustand innen drin im Stoffwechsel zusammen. Muss man aber schon ein paar Werte mehr drumherum machen. Und auch was
ich jetzt als Ärztin damit will, und das ist jetzt natürlich vielleicht nicht was, was man draußen einfach so machen kann, ne? So kurativ, präventiv, besser man macht, ja, und da kann man sich auch sehr schön in meinem Buch daran orientieren. Ich erkläre, wo man Fehler machen könnte, wo vielleicht man mit den Dosierungen aufpassen muss und so, also insofern, so sieht das aus meiner Sicht aus. Ja, ja. Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, das dann abzugrenzen, dass wenn ich jetzt wirklich eine diagnostizierte Krankheit habe, Thema Niere ist ja dein Hauptthema, wenn ich da wirklich in Behandlung bei einem hoffentlich guten Arzt bin oder wenn ich so die klassischen Beschwerden im Alltag habe, Müdigkeit hier, Erschöpfung da, da vielleicht ein bisschen Übergewicht oder auch präventiv da was machen will, dass ich da dann entsprechend den Unterschied habe. Wie wäre denn jetzt so ein sinnvolles Vorgehen, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte da tiefer reingehen in die Diagnostik rein. Ich habe vielleicht jetzt nicht den besten Hausarzt, der mich dabei unterstützt und jetzt einfach mal die Laborwerte nimmt. Manche sind ja da etwas, ich sage mal, herausfordernd und das Gesundheitssystem erlaubt es ja auch nicht, einfach präventiv die ganzen Laborwerte zu bezahlen. Das heißt, als Mensch, wenn ich meine Selbstverantwortung übernehmen möchte, beschäftige ich mich mit dem Buch, mit den Werten und darf dann die sinnvollen Werte zusammenstellen, die dann im Labor holen und dann vielleicht am Anfang nicht gleich alles auf einmal komplett, weil da kann ich ja recht schnell einen vierstelligen Betrag investieren. Mit welchen Werten könnte ich denn da anfangen? Was wäre so der sinnvolle Einstieg in das Thema, wenn ich da schauen möchte? Wie kann ich präventiv oder mit kleineren Symptomen da was machen? Also vielleicht müsste man erstmal unterscheiden, wer jetzt da anfangen will. Also wenn das jetzt, also ich, vielleicht mal grob, ist das ein Mensch, der Symptome hat und sucht eine Lösung für blödes Befinden, wo das System kein Angebot hat? Meinetwegen so halb schlapp, müde, immer wieder krank, bisschen hier, bisschen da. Dann glaube ich, dass auf jeden Fall schon etwas Wissen da ist, welche Nährstoffe denn interessant sein könnten. Also meinetwegen jetzt eine Patientin mit Hashimoto, die weiß doch eigentlich schon spätestens durch Instagram und die ganzen Accounts, die es da gibt, dass Selen wichtig ist, dass der Darm vielleicht wichtig ist und dass Vitamin D wichtig ist. Und dann würde ich einfach mit einzelnen Nährstoffen anfangen und man kann wirklich alleine in Labore gehen und sich da auch selber Labor sowas wie einkaufen. Wenn man doller krank ist, dann finde ich, dass man doch erstmal bitte das System nutzen sollte, das Krankensystem nutzen sollte mit den Dingen, die einem zur Verfügung stehen. Das finde ich, wird nämlich oft auch gar nicht gut gemacht. Und ja, man bräuchte einen Handlungsanweiser, wie man zum Hausarzt gehen muss. Man darf nicht hingehen und sagen, ich möchte gerne präventiv jetzt mein Vitamin D wissen. Man muss hingehen und eine Liste haben mit den Problemen, Diagnosen und Symptomen. Und wenn man sich krank fühlt, hat man die. Die muss man aber mal in Worte fassen. Das heißt, die Frau, die nicht schlafen kann, darf nicht sagen, ich kann nicht schlafen, weil ich Stress habe, sondern die muss sagen, ich kann nicht schlafen, Punkt. Ich habe Bauchschmerzen, Punkt. Meine Verdauung ist nicht in Ordnung, Punkt. Schlimm beschreiben. Bisschen, ich sage jetzt mal, gefühlt übertreiben, weil normale Menschen gehen ja nicht hin und klagen so, ja. Das einem fremden Menschen oder so, warum? Aber deswegen wäre mein Rat, aufschreiben und dann wirklich, die Haut ist blöd, was hat sie denn? Sie juckt, sie kratzt, die Blase ist empfindlich, also diese ganzen Empfindlichkeiten. Man muss dreimal auf Klo, nein, das ist nicht normal. Alles, was früher nicht da war und jetzt komisch ist, müde, krank, gefühlt krank, gestört, all diese Funktionen aufschreiben. Und dann darf man erstmal gesund, aber natürlich auch krank. Und zwar, man darf täglich krank hier in Deutschland umsonst zum Arzt. Und man kann gesund alle 3 Jahre diesen Check 35 plus nutzen, den man dann erweitert, natürlich, wenn man dem Arzt erklärt, was man alles für blöde Sachen hat. Bisschen Hochdruck, bisschen Extrasystolen, 3-mal nachts Pipi machen, also all Übelkeit nach dem Essen, Magenschmerzen, nicht mehr sehen können, Haarausfall, spröde Nägel. Diese ganzen Sachen bedeuten für uns Ärzte was. Wir sind trainiert auf Dr. House. Man muss es uns nur sagen und auch als Thema artikulieren. Was kann denn das sein? Irgendwas stimmt mit mir nicht. Dann nicht selber Vorschläge machen. Das ist
unerträglich, was alles für Vorschläge gemacht haben. Die haben mit den Symptomen nichts zu tun. Das weiß der Arzt dann schon. Ja. Aber man muss erstmal sein Leid schildern, die Symptome aufzählen, die doch da sind, und dann erstmal um eine klassische Abklärung bitten. Und ja, ich finde, dass das vielleicht Internisten noch leidenschaftlicher machen als Allgemeinmediziner, je nachdem, wie der Allgemeinmediziner oder die Allgemeinmedizinerin so ausgerichtet ist. Manche sind ja auch sehr orthopädisch oder ernährungsmäßig ausgerichtet. Aber Internisten haben 6 Jahre innere Medizin hinter sich und die können Labordiagnostik. Man muss ihnen nur einen Grund liefern. Mhm. Ne, und das wären tatsächlich dann immer die Krankwerte. Also das sind die Krankwerte, die können tatsächlich dann schon ein bisschen erhöht sein. Das findet der Arzt dann nicht schlimm, aber dann hat man die erstmal. Und daran könnte man sich dann auch noch mal ein bisschen orientieren, welche Nährstoffe werden denn jetzt gebraucht. Wenn man also zum Beispiel ein bisschen Arteriosklerose hätte, ja, dann muss man sich um Calcium, Magnesium, kann man alles nachlesen in meinem Buch, Vitamin D, Zink, Immunsystem, also ein bisschen CRP, ein bisschen Entzündung, nicht schlimm, ein bisschen Zucker, vielleicht noch nicht ein HbA1c von 6,5, aber vielleicht von 6,0, dann weiß man, aha, Zink ist wichtig, Chrom ist wichtig. Also man kann sich orientieren über das, was man schon weiß, aus seiner Bildung heraus. Hashimoto-Menschen sind meistens schon sehr gut informiert. Man kann sich daraus orientieren, welche Krankwerte habe ich, die bekommt man im System. Man muss einfach aber einen Grund nennen. Man darf nicht sagen, ich würde gerne wissen und dann auch noch, was man wissen will. Man muss den Arzt schildern, was man hat, und die Netten, die klären das dann ab immer. Und dann hat man 10, 20 Krankwerte und dann kann man sich da noch mal ein bisschen orientieren. Ne? Also das heißt, man kann das System nutzen und dann sich um die Nährstoffe kümmern. Nein, das ist nie eine Kassenleistung. Es sei denn, man hat ganz schlimme Krankheiten, kriegt man vielleicht auch mal einen Eisenwert oder man hat auch mal Osteoporose, kriegt man Vitamin D mal bestimmt. Oder aber man ist noch echt gesund, weiß aber schon um Funktionsstörungen und Probleme, wo das System einen nicht weiter untersucht. Und dann weiß man vielleicht den 2, 3 Nährstoffe und fängt einfach dann mit denen an. Das wäre so mein Tipp. Man kann natürlich, wenn man einfach auch viel Geld hat, zu meistens Privatpraxen gehen, die sich mit orthomolekularer Medizin, funktioneller Medizin, mitochondrialer Medizin beschäftigen. Gibt es ja auch einige Kollegen, Kolleginnen im Netz oder auch bei Instagram, die sich da sehr fleißig auch Ausdruck geben und dann dort quasi dann groß einsteigen. Aber du hast völlig recht, also so eine richtig funktionelle Labordiagnostik ist eher vierstellig. Das kann auch 2.000 Euro sein. Tut mir jetzt leid, das ist aber so, ja, das ist einfach, Labordiagnostik ist ähnlich teuer wie Radiologie. Ein MRT gibt es jetzt auch nicht umsonst, das kostet auch früher 4-stellig, heute 3-stellig Euro oder CT oder sowas. Das sind auch teure Untersuchungen. Was heißt teuer? Es ist halt jetzt nicht 1 Euro, ne? Aber so wäre vielleicht mein Tipp, dass man den Hausarzt auch involviert, die Frauenärztin involviert, wenn die Frau in der Mitte 40, Ende 40 und die Wechseljahre beginnen, dass man dann sagt, dass man leidet darunter, dann ist es eine gesetzliche Kassenleistung, bioidentische Hormonersatztherapie zu bekommen. Also Estradiol, Transdermal, Progesteron gibt es bei der Frau, die klimakterische Beschwerden hat, nur dann auf Kasse. Das heißt, die haben halt einfach nicht so viel Zeit zu sprechen. Deswegen muss man sich vorbereiten, sein Leid schildern in Form von Symptomen, die körperlichen Ursprungs sind, um Abklärung bittern. Beim Frauenarzt, die braucht nicht unbedingt ein Labor, die ist dann keine schlechte Ärztin, aber sie kann auf Kasse Progesteron, Estradiol und auch Ovestin oder Ökolb, Estriol verordnen, wenn die Schleimhäute vertrocknet sind. Also es gibt schon manches auch im System, aber immer nur unter gewissen Bedingungen. Und wenn man die nur kennen würde und das dann auch so kommuniziert, weil es auch die Wahrheit ist, dann wäre schon mal vieles besser. Man wird halt leider nicht gefragt. Wenn man ungebildet hingeht, ist keine Zeit für die Ärzte zu fragen, wie geht es dir denn, wie schläfst du denn und so. Ne? Es ist doof,
Aber dann muss das System sich ändern und das bezahlen. Es wird, wir haben keine Zeit. Es ist ganz fürchterlich. Ja, also das System ist ein großes Thema. Aber die Bildung, dazu können wir ja beitragen, ne? Das Wissen zu geben, wie man dann auch im System Unterstützung findet. Ja, genau. Genau, sehr, sehr wertvoll, sehr wichtig. Und das System kriegt man nicht von heute auf morgen geändert. Wir können hier Informationen geben und die Selbstverantwortung, Eigenverantwortung ist so wertvoll und wichtig. Wenn da draußen jetzt jemand ist, wo es nicht gerade Unmengen an Budget zur Verfügung hat, einfach Symptome mal komplett zusammenfassen, was ist so los gewesen die letzten Wochen, Monate, damit dann direkt zum Arzt gehen, nutzen, was möglich ist, vielleicht auch sogar das Buch am besten zum Arzt gleich mitnehmen. Und dem Arzt vielleicht in die Hand drücken, wenn er da aufgeschlossen ist. Und dann kann ich ja aufgrund der Diagnosen vom Arzt und den Krankwerden, wie du sie beschreibst, da schon sehen, was könnte damit zusammenhängen. Und dann kann ich da in die Tiefe gehen und kann ich gezielt dann die paar Euro in die Hand nehmen, wo vielleicht der eine oder andere Wert kostet und dann da entsprechend viel tiefer reingehen. Das ist schon sehr wertvoll, sehr genial. Also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass auch bei den funktionellen Praxen schon sehr viel Diagnostik stattfindet, was ich finde, was auch echt noch nicht so gut läuft, ist die therapeutische Umsetzung. Mhm. Also ich kann wirklich aus Laborwerten schon unglaublich viel rauslesen, was man alles so machen könnte. Und da finde ich, dass auch das Buch nochmal hilft, vielleicht einen Zinkwert, den man mal von irgendwem bestimmt bekommen hat oder einen Selenwert, dass man den dann nochmal da im Buch nachliest und sieht, ah, okay, ist ja gar nicht so gut. Ich könnte jetzt einfach mal vielleicht 200 Natriumselenit mal nehmen, ist ja gar nicht schädlich. Ne? Also da kann das Buch auch so als Nachschlagewerk helfen. Mhm. Und ich weiß, dass von anderen Videos, dass manche Patienten sich das nicht vorstellen können, dass ein Arzt für so ein Buch offen ist. Das stimmt, manche sind nicht offen. Ich finde aber, dass doch, das haben wir auch in unserem Vorgespräch festgestellt, mehr und mehr auch vielleicht jüngere Kollegen und Kolleginnen offener sind. Und tatsächlich ist ja jetzt das Buch nicht geschrieben von jemandem, der betroffen ist, sondern ich bin ja eine von denen. Also eine Nephrologin ist eine richtige Schulmedizinerin. Mhm. Und insofern ist der das Buch verschenkt, vielleicht erstmal nicht so angreifbar. Mhm. Ich bin nicht eine Journalistin oder ich bin auch eben nicht jetzt ein Coach, sondern es ist wirklich, ich schreibe das als Ärztin und in Wahrheit würde ich davon träumen, dass es auch mehr in der Schulmedizin Nährstoffe und Hormone für Menschen, die krank sind, genutzt werden, weil es wäre möglich, ja. Aber insofern einfach mal probieren, testen, empfehlen und dann mal gucken, was passiert. Also, ne, das wäre so vielleicht eine unterstützende Idee. Genau. Machen, was möglich ist, Eigenverantwortung übernehmen, sich mal mit dem Buch beschäftigen und mit den Werten beschäftigen. Und da kann jeder allein schon sehr, sehr viel für sich selbst machen und dann mithilfe der Ärzte da entsprechend tief reingehen. Wenn es halt irgendwie wirklich blöde Ärzte gibt, die dann vielleicht ganz alt sind und sich gegen das Thema komplett wehren, dann suche ich mir halt einen, der da ein bisschen offener ist. Das erlaubt ja das Gesundheitssystem, dass ich meinen Arzt mehr oder weniger frei wählen kann. Und dann ist das auch so, das, was ich ganz gerne empfehle, ja, wenn da wirklich einer ist, der sich komplett querstellt, dann suche ich mir halt einen, der da ein bisschen offener ist und dem drücke ich dann vielleicht noch das Buch in die Hand, der blättert dann vielleicht mal drin rum und sieht dann, naja, okay, tolle Autorin und steht schon sehr, sehr viel Wertvolles drin. Ne? Lass uns mal vielleicht noch kurz auf das Thema Schilddrüse, Schilddrüsenthemen damit eingehen. Hormone ist ja auch so ein Lieblingsthema von dir und ist ja auch da ganz viel Informationen drin. Und viele Menschen da draußen haben ja heute Schilddrüsenprobleme, egal ob so die klassische Unterfunktion oder Hashimoto oder die anderen Themen mit Morbus Basedow und was es so alles gibt. Da verbindest du ja dann die Nährstoffe und die Hormontherapie ganz gern. Was kannst du da vielleicht den Menschen noch mitgeben? Also ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Danke. Ich beobachte auch und bin eher sogar erstaunt, vielleicht auch erschrocken, aber erstmal erstaunt, wie schlecht es der Schilddrüse in Deutschland geht. Mhm. Also selbst ohne Hashimoto, aber auch Hashimoto hat mich erstaunt, wie häufig das ist. Und die Ursachen sind vielfältig. Es muss eine genetische Disposition vorliegen mit dann Infekten, Umwelt,
Belastungen und Stress kommt es dann zu diesen Autoimmunprozessen. Aber auch ohne diese Autoimmunprozesse hat es die Schilddrüse irgendwie, glaube ich, in Deutschland sehr schwer, weil drei Nährstoffe, die die Schilddrüse braucht als Nahrung, um ihre Hormone herzustellen, die sind in Deutschland vielleicht sowas wie Mangelware. Dazu gehört das Selen. Na, also unser Boden ist selenarm, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Das ist bekannt, dass Deutschland ein Selenmangelland ist. Ohne Selen geht die Umwandlung in der Zelle von diesem L-Tyroxin T4 in das T3 nicht so gut, weil das Enzym, was vorne rechts als Metapher Jod abschneidet, ist selenabhängig, diese Jodase. Dann Eisen ist etwas, was die Schilddrüse braucht. Das ist auch bei Mann und Frau nicht immer gut da. Es gibt eine Eisenspeicherkrankheit, man darf jetzt also nicht jedem Eisen geben. Und viele Frauen in ihrer fruchtbaren Zeit verlieren natürlich monatlich sehr, sehr viel Eisen und haben dadurch bedingt zum Teil einen schlimmen Eisenmangel. Und die dritte Substanz ist Jod. Und auch mit Jod sieht es in Deutschland nicht so gut aus. Ne? Natürlich in den Bergen vielleicht noch mal mangeliger als an der Küste. Vielleicht nicht mehr so wie früher, als viele dann in den Bergen ja auch noch den Kropf hatten, der auf jeden Fall Jodmangel bedingt ist und war. Aber jeder kleine Mini-Knoten, jede kleine Mini-Zyste, die irgendwer im Ultraschall als Diagnose bekommt, die dann häufig auch gar nicht besprochen wird, ist ein Beweis für Zustand von Jodmangel. Sonst macht die Schilddrüse keine Zyste und keine Knoten. Und dann braucht sie auch noch eine Aminosäure, die auch essentiell ist, Tyrosin. Die wird auch noch nicht nur zu L-Tyroxin, T4, sondern die wird ja auch noch in der Nebenniere, Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin. Das heißt, die fehlt oft. Und dann sind das jetzt, wahrscheinlich gibt es noch zig andere Sachen, aber es sind schon vier Sachen, die irgendwie so begrenzt sind. Und dann glaube ich auch, dass es noch andere Aspekte gibt, was so mit der Schilddrüse ist, ob das jetzt Chakrenmedizin ist, fünftes Chakra, oder Umweltgifte, die sich hier vielleicht besonders irgendwie ablagern. Also dann die Nähe zu den Zähnen, die ja auch irgendwie interessant ist, muss man auch mal dran denken. Also das ist ein interessanter Ort, dieser Hals, wo die Schilddrüse es irgendwie sehr, sehr schwer hat. Und hinzu kommt, dass ich finde, dass nicht böse sein, liebe Endokrinologen und Endokrinologinnen, aber ich finde wirklich, dass die sich nicht so liebevoll um die Schilddrüseneinstellung kümmern. Ganz freundlich gesagt. Ich kann auch nicht so richtig erklären, woran das liegt, aber auch in meiner Ausbildung, ich war auch in der Charité, in der damals sehr großen Abteilung, ist alles verändert heute, aber ich war in der Nephro-Endo-Rheumatologie und allgemeine Medizin. Das heißt, der endokrinologische Professor war unter meinem nephrologischen Professor. Das war ein sehr, sehr toller Kollege. Und trotzdem, als ich aus der Klinik rausgegangen bin, fertige Nephrologin in der Abteilung auch für unter anderem Endokrinologie. Ich wusste nicht, dass es ein T3 gibt. Ich kannte den Unterschied nicht zwischen T4 und T3. Den hat mir also niemand beigebracht. Das habe ich gelernt über eine bestimmte Patientin, die mich ziemlich schnell, Gott sei Dank, in dem Anfangsjahr in meiner Praxis aufgesucht hat. Und die hat mir beigebracht, dass es T3 gibt, meinetwegen in Form von Tybonen, dass es Extrakte gibt von tierischen Schilddrüsen, habe ich auch erst viel später gelernt. Wobei ich finde, ich komme sehr gut mit den Sachen aus der Apotheke zurecht. Also das heißt, da ist dann hinzu, kommt noch nicht Wissen in der Endokrinologie. Und selbst wenn die es wissen, finde ich, dass sie das Labor auch nicht so lesen, wie man es, finde ich, für Schilddrüsenkranke lesen müsste. Es wird immer so getan, als sei das TSH die Basis für alles. Aber das ist ein Screening-Wert, um unter Gesunden die rauszufischen, die schilddrüsenkrank sind. Ich finde nicht, dass es ein Therapiekontrollwert ist, der Schilddrüsenunterfunktionspatienten bezüglich ihrer Hormone dass der immer die Wahrheit spricht. Weil es kann ja sein, dass auch die Hypophyse gaga ist. Ne? Und wenn die dann nicht richtig mit TSH antwortet und das 0,8 ist, dann denkt der normale Arzt, die Frau hat eine Überfunktion latent. Dabei hat sie immer noch eine Unterfunktion von hier und hier. Ja? Also auch das
wissen, dass die Umwandlung von T4 zu T3 in der Zelle passiert und nicht gar nichts zu tun haben muss mit der Schilddrüse selber, auch dass Hashimoto nicht eine Schilddrüsenerkrankung ist, sondern eine Erkrankung des Immunsystems. Das sind alles Aspekte, die in der Schulmedizin nicht beachtet werden, nicht behandelt werden, nicht abgeklärt werden. Also zum Beispiel auch RT3, das Reverse T3, du kennst das bestimmt schon, deine Zuhörer wahrscheinlich auch, aber meine Kollegen nicht, die kennen das nicht und es wird auch nicht bestimmt, natürlich auch keine Kassenleistung, aber auch wenn der Mensch gehen würde und sagen würde, ich möchte das gerne bestimmen, stimmt auch nicht jedes Labor. Und das ist so ein interessanter Wert. Das ist nämlich in der Zelle der Gegenspieler von dem richtigen T3, der auch aus T4 gebildet werden kann, der aber den Rezeptor für T3 blockiert. Und meine Beobachtung ist zum Beispiel auch, dass RT3, wenn es sehr hoch ist, zum Beispiel in einer existenziellen Krise, auf Intensivstation sowieso, aber auch in einer Krise draußen, halb gesund, dann kann das auch Symptome für Überfunktion machen. Und ein Low T3 macht Symptome für Unterfunktion. Und dann sitzt die Frau, haben viele Frauen, beim Endokrinologen und sagt, es hilft mir nicht mehr, L-Tyroxin zu nehmen. Und ich werde immer dicker. Dann glaubt er ihr das nicht und findet, sie soll sich gesund ernähren und Sport machen. Schafft sie aber nicht, weil sie kein T3 hat und müde ist. Also mit der Schilddrüse könnte man gerade auch, finde ich, in der Schulmedizin kurativ, wenn man dieses Wissen um die Kooperation von Nährstoffen, um die Zellfunktionen zu gestalten, Energiestoffwechsel, Mitochondrien und Zellregulation, T3 vor allen Dingen, wenn man das nur hätte, man könnte unheimlich vielen Menschen helfen und natürlich, finde ich, auch sehr viele Folgeerkrankungen verhindern. Also eine schlechte Schilddrüsenunterfunktion führt zu einem erhöhten Krankwert LDL-Cholesterin. Mhm. Und so weiter und so fort. Also könnt jetzt 1000 Ketten bilden zwischen Nährstoffen, Organmedizin, Hormondysregulation. Mein Ding, Progesteron ist ein wunderbares Hormon, was die Schilddrüse mag, was antientzündlich ist. Wenn das dann dem Menschen, der vielleicht eine Autoimmunkrankheit hat, der Frau dann anfängt zu fehlen und sie hat immer mehr Östrogen, PMS, immer mehr fehlende Eisprünge, weniger Progesteron. Es ist nicht egal. Und ja, man stirbt nicht und die ein oder andere kann auf dieses Progesteron relativ gesund verzichten. Viele aber nicht. Und denen könnte man gut helfen. Ja? Und ein Problem, und das ist meinetwegen auch nochmal meine Mission, ist, dass natürlich wir so künstlich alle ja alt werden. Also wir werden ja statistisch die Frauen 84, die Männer fast 80, aber nicht, weil wir alle so gesund sind, sondern weil die Medizin so wahnsinnig großartig in der Lage ist, das Leben zu erhalten. Und wirklich gerade auch in den letzten 20 Jahren sind sehr, sehr viele Medikamente entwickelt worden in der Rheumatologie, in der Kardiologie, in der auch Nephrologie, Diabetologie. Das heißt, man kann unheimlich viele altersbedingte Stoffwechselerkrankungen ganz gut einstellen, leider nicht verhindern. Ich finde, man könnte viel verhindern. Mhm. Aber man wird halt alt und alt und alt und dieses alt und dann auch noch dement. Also man könnte da sehr viel präventiv machen, gerade in den 40er, 50er, 60er Jahren, um auch das Alter etwas mehr Lebensqualität zu versetzen. Also das ist so das, was mich vielleicht auch sehr bewegt. Ja. Und ich habe jetzt auch nicht Schwerpunkt nur Niere, sondern Schwerpunkt ist tatsächlich eigentlich altersbedingte Stoffwechselerkrankungen zu vermeiden im Sinne von Nierenschutz, Knochenschutz, Gefäßschutz, Gehirnschutz, Immunsystem unterstützen. Das finde ich ist schwer, das jetzt, sagen wir mal, sehr so in der Kontrolle zu haben, weil wir doch sehr vielen Sachen auch ausgesetzt sind, die speziell sind. Das hast du jetzt Stress genannt, das stimmt, finde ich auch. Aber so dieses Schützen von Organsystemen mit Nährstoff- und Hormontherapie und auch schulmedizinischer Pharmakologie. Also ich nutze auch Statine, Blutverdünner, Diabetesmittel, die sind auch sehr nützlich. Übrigens auch manchmal schon 10 Jahre früher in einer Minidosis. Also ja. Schulmedizin ist nicht böse. Nein, ist sie nicht. Sie ist genial. Es wird zu wenig gesprochen, zu wenig erklärt, zu viel pauschal, zu spät gemacht. Das ist so vielleicht Zusammenfassung, meine Beobachtung.
Das ist auch so wertvoll, gerade was du gerade gemeint hast, mit 40, 50 da schon eine Grundlage legen, dass wir dann auch gesund altern. Und das ist eben das, wir sind ja in der Altersregion, viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind auch so Mitte, Ende 30 aufwärts. Und das ist eben Alter, da kann ich einerseits Nährstoffe einfach auffüllen und vor allem, ich sage auch immer, Gesundheit beginnt zwischen den Ohren. Da hat sehr viel mit Gewohnheiten zu tun. Wie ernähre ich mich? Teilweise Gewohnheiten, die ich als kleines Kind schon mir angeeignet habe durch meine Eltern, die ich dann jahrzehntelang übernommen habe. In dem Alter kann ich sowas noch relativ einfach reflektieren, Verantwortung für mich übernehmen und dann vielleicht neue Gewohnheiten etablieren. Vielleicht auch als Gewohnheit, mal regelmäßig zum Arzt zu gehen und die eine oder andere Werte da mal anzuschauen, da mal ein paar Euro zu investieren, um da ganzheitlich dran zu gehen. Vielleicht als Gewohnheit dann die Supplemente regelmäßig zu nehmen, die ich eben brauche, die essentiell sind in Deutschland, die wir jetzt schon einiges davon besprochen hatten. Und vor allem, wenn ich mal 60, 70 bin, da ist es oftmals viel, viel schwerer, die Gewohnheiten noch zu ändern. Vor allem, wenn so Alzheimer, Demenz vielleicht sogar noch im Anfangsstadium da ist. Da fällt es den meisten schwer, dann da noch was zu ändern. Aber mit 40, 50 habe ich da echt noch gute Chancen, da dran zu gehen und dann eben auch im Hinblick bei Frauen auf Wechseljahre da das Ganze recht geschmeidig zu machen, wenn ich da eine gute Nährstoffversorgung habe. Ich denke, das ist auch deine Erfahrung, wenn da der Körper im guten Zustand ist und dann die Wechseljahre anklopfen, dass es dann viel, viel entspannter durchgeht. Ne? Also auf jeden Fall, so wie du das im Außen beschreibst, dass quasi der 70, 80-Jährige das Verhalten nicht mehr so geändert bekommt, genauso erstarrt ist es dann auch innen drinnen. Du kriegst eine Arteriosklerose dann auch nicht mehr weg. Ja, du kriegst auch ein atrophisches Gewebe, was geschrumpelt ist, nicht mehr weg. Also Narben bekommen wir dann nicht mehr weg. Es, genauso starr wie draußen ist es dann auch wirklich drinnen. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, das stimmt. Wenn man in den 30ern so besser wüsste vielleicht, was man so innen drin für einer ist oder eine, dann in den 40er, 50er Jahren tatsächlich sich draußen gute Dinge angewöhnt. Ich bin auch nicht so streng, sondern so ein paar wichtige Sachen nicht mehr macht und ja, ein paar wichtige andere Sachen macht und dann aber auch lebt. Ja. Und tatsächlich innen drin, man kann, es ist auch ein Training, das mit diesen Nährstoffen und dieses Beschließen zu schlucken. Das ist genauso wie jetzt man beschließt zu joggen oder sich zu dehnen, bevor man joggt. Ne? Ja, ja. Und es ist dann noch sehr, sehr viel, das wollte ich sagen, reversibel von den Krankwerten. Ja. Also ich finde wirklich, dass so Sachen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, auch Frakturen durch Osteoporose, das heißt also, die Folgen von den Folgen von den Folgen, von den Anfängen von so Mini-Krankwert, das braucht 10, 20, 30 Jahre, je nachdem, was man vielleicht auch für eine Genetik und Lebensweise hat. Geht alles Schreckliche geht mit Rauchen besser oder mit ganz viel Stress besser. Viel Streit ist schlimm. Mhm. Also da ist unheimlich viel, was man vielleicht nicht verhindern kann, so wie so eine Corona-Kurve, aber modulieren, sodass das ganze System quasi damit gut leben kann, das geht wirklich gut. Und dieses das Ende hinter den Tod schieben, das habe ich so aus der Klinik, sagen wir mal so in der Transplantationsambulanz. Da ging es darum, die nierentransplantierten Patienten zu schützen, dass wirklich das Transplantat ein Leben lang hält. Die Wahrheit ist aber statistisch, hält ein Nierentransplantat circa 10 Jahre. Manche hatten Pech, warum auch immer, nur 3 Jahre. Manche hatte ich da kennengelernt und übernommen, auch abgegeben, die hatten ihr Transplantat 30 Jahre. Also diese Kurve gibt es. Und das, dieses Machen, Messen, also gesund transplantiert messen und dann einstellen, aber auch richtig schlimme Sachen, Blutdruck, Immunsuppression und sowas, und immer wieder einstellen und stabil halten. Ich wollte jetzt sagen, gesund halten ist natürlich per se kein gesunder Mensch, aber trotzdem, das Drumherum, um die Niere rum, kann man ja gesund halten, stabil halten, antientzündlich behandelt halten, Gefäßschutz. Damit konnte man wirklich sehr, 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 sehr länger mit dem Transplantat dann überleben. Und die Idee war eben, dass es hinter dem Tod aufgibt. Ne? Und dieses Präventive ist tatsächlich, finde ich, selten in einer anderen Facharztdisziplin so ausgeprägt vorhanden, dass man
etwas in einem Menschen so beschützt und dann waren eben auch bestimmte Sachen verboten. Also Kontrastmittel war gefährlich, musste dann halt sein. Gewisse Medikamente waren verboten. Es war sowieso viel verboten. Ne? Das haben die dann aber auch gemacht, weil die natürlich auch an einem Strang mit uns gezogen haben. Ja? Das ist natürlich bei jemandem, der gesund ist und nur ein bisschen müde oder immer mal erkältet oder so, viel, viel schwieriger davon zu überzeugen, dass also die gleichen Regeln aber auch helfen, dann die Nieren zu erhalten und gar nicht erst kaputt gehen zu lassen. Ja? Also all das, was in dem Buch steht, ist in Wahrheit als Nephrologin im Sinne von Nierenschutz und dann eben über Gefäß- und Knochenschutz entstanden. Also Nieren kann ich beschützen, ich kann sie nicht wieder heile machen, wenn sie mal beleidigt sind, aber ich kann ihnen helfen, dass die Gefäße geschützt sind, der Säurebasenhaushalt, dass die Vitamine da sind, dass die Zellen funktionieren, die Hormone stimmen, der Blutdruck stimmt. Und vielleicht noch mal ein Wort zu den Hormonen. Da hatte eine bei Amazon bei der Bewertung, muss ich jetzt vielleicht mal sagen, die hat dann vermutet, ich hätte was mit Herstellern von den Hormonfirmen zu tun. Da musste ich dann wirklich lachen. Also ich habe mit niemandem was zu tun, sondern es geht mir um diese Substanzen. Und in Wahrheit, die sind ja auch super billig. Progesteron, Östradiol, Ovestin im Vergleich jetzt zu Biologicals oder onkologischen Mitteln oder Nierentransplantationen, das sind, deswegen ist es ja so, bin ich so bestürzt, es liegt alles rum, es ist da, die Supplements können wir selber kaufen, mittlerweile in Deutschland bei so vielen guten Herstellern, übrigens die Dosis ist das Wichtige auf, in so einer Box, was ist da an Vitamin C drin, wenn man 4000 nehmen möchte, dann ist es blöd, sich was mit 300 Milligramm zu kaufen, dann sollte man sich was mit 1000 kaufen. Aber mit den Hormonen, die liegen ja auch darum, ja, man braucht immer ein Rezept von Arzt und mit denen könnte man wirklich sowas von Gesundheit gestalten und die kann man nicht ersetzen durch die Ernährung, das will ich auch nochmal sagen. Das geht nicht, man kann nicht mit Äpfeln Kinder bekommen oder ein Bart oder meinetwegen auch seine Haare verlieren. Ne? Das geht mit Testosteron, ja, und empfindlichen Haarfollikeln, aber diese aufbauende Kraft, die ein junger Mensch hat, also Kinder, die sind robust, die legt man ins Bett, dann sind die am nächsten Tag wieder fit, wenn sie ein bisschen Fieber haben. Die fehlt uns, wenn wir 50, 60 sind. Und das kann ich auch substituieren. Du trägst ja auch eine Brille. Wir bekommen Hüften operiert, wir bekommen Einlagen in die Schuhe. Warum kann ich denn nicht auch chemische, körpereigene Stoffe substituieren, wenn sie denn irgendwie nicht mehr da sind und dann dazu beitragen, dass Krankheiten entstehen können? Mhm. Es gibt keine Osteoporose ohne Östrogenmangel und Progesteronmangel und wenn es auch noch gut läuft, keine Muckis bei Androgenmangel plus Vitamin D-Mangel und Kalziummangel und keine Bewegung, kein Sport und nur Kekse essen. Also, aber es braucht eine Genetik, aber es braucht auch Hormonverlust. Mhm. Dann gehen solche Krankheiten ganz schnell. Und man kann sie tatsächlich aufhalten, nicht verhindern. Aber ich will ja nur die Folge, die Fraktur, die Schmerzen. Man kann ja ein bisschen Osteopenie haben, das merkt man nicht. Bisschen Hochdruck, merkt man nicht. Bisschen Zucker, aber ich will keinen Herzinfarkt, ich will keine Stenose in den Koronararterien. Da kann man was machen mit dann vielleicht auch ein bisschen Schulmedizin. Und natürlich immer dem Verhalten. Aber weißt du, es hat ja auch nicht jeder die Zeit, sich so super gesund zu verhalten. Ne? Manche arbeiten echt gerne, ich zum Beispiel. Manche haben 4 Kinder und müssen wirklich einen großen Haushalt führen, plus Job, plus vielleicht noch eine Mami, die irgendwie, der es nicht gut geht. Ne? Es ist... Ich finde, die müssen auch Hilfe bekommen und morgens einfach ein paar Sachen zu schlucken und zu cremen und so, das lässt sich, finde ich, auch in einen ganz schlimmen Tag einbasteln. Wenn man da mehr wüsste, was genau wichtig ist, ohne zu schaden. Ich nehme auch im Buch sehr viel Ängste. Ich finde, dass die Menschen sich unnötig vor allem möglichen C, Progesteron, was weiß ich, fürchten. Das ist wirklich nicht angemessen. Ja, das hat mit vielen, vielen Missverständnissen zu tun. Ein paar haben wir schon angesprochen, was die Nährstoffe betrifft. Bei den Hormonen haben natürlich die Pille und so nicht geholfen. Und da gab es auch viel Missverständnisse. Da schreibe ich ausführlich drüber, wie diese Missverständnisse zustande gekommen sind. Meinetwegen Ärzte haben auch mitgeholfen, ich auch, in unserer Kommunikation. Also insofern, das ist... einfach nur schade, wenn diese Stoffe nicht
besser für uns spezifisch kurativ, präventiv genutzt werden. Und ich denke, dass du da auch ähnliche Ansätze verfolgst, die Menschen aufzuklären, sodass sie dann selber sich besser um sich kümmern können, ne? Definitiv. Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Und dabei ist auch wieder so viel Wertvolles dabei. Da passt der alte Spruch ganz gut. Es gibt tausende Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Und da ist es mir wichtig, dass alle Menschen da draußen den Fokus auf die Gesundheit richten. Weil wenn ich meine Gesundheit fördere, dann brauche ich mich vielleicht um viele Krankheiten, die dann irgendwann diagnostiziert werden können, gar nicht mehr kümmern. Und da sind einfach Nährstoffe ein wichtiger Baustein dazu. Die passen, wie du sagst, einfach morgens irgendwo auch in den stressigen Alltag rein. Da kann ich schon viel erreichen. Und Gesundheit ist ja ein Puzzle. Das sind viele einzelne Teile, die ineinander greifen. Es braucht niemand alles, das komplette Puzzle an sich perfekt gestalten, aber so viele Teile wie möglich erfordert es natürlich oder bringt natürlich dann das Vermeiden von späteren Krankheiten, egal ob jetzt die Arteriosklerose, Zucker oder was auch immer so die typischen Leiden sind. Oder dann, dass ich sagen kann, okay, ich brauche vielleicht Hormone im späteren Alter mit nach den Wechseljahren oder ähnliches, was dann okay ist, wenn es dem Körper an sich schon gut geht, dann vertrage ich die leichter, dann habe ich da auch wirklich einen deutlichen Benefit davon, wenn ich noch ein paar andere Bausteine damit etabliert habe bis dorthin. Vielleicht ein schönes Bild, dass die Zuschauer das verstehen können, ist ja die Zahnheilkunde. Mhm. Da ist es ja wirklich gelungen, die Zähne durch Zähneputzen, Zahnhygieneprophylaxe, meinetwegen auch nicht immer sehr unanstrengenden Spangen und sonst was, wirklich am Leben zu erhalten. Also in meiner Generation waren Blomben ja noch gang und gäbe. Ne? Heute die Kinder, die haben andere Themen, aber die haben nicht mehr diese Zahnprobleme, wie wir sie früher hatten. Und wenn es gut geht, haben wir alle mit 80, also die Kinder von heute oder die 20-, 30-Jährigen von heute, denke ich, die haben große Chancen, mit 80, 90 ihre Zähne noch zu behalten. Ne? Das jetzt auf Niere, Herz oder Gehirn projiziert, das wäre doch super. Der Vorteil ist natürlich, dass wir die Zähne sehen und fühlen können und meinetwegen auch selber rankommen. Ähnlich auch bei der Haut. Auch die Haut können wir sehen und pflegen und kommen ran. Die Analogie ist aber, dass es innen drin genauso etwas gibt wie Zähne und Haut. Und die Diagnostik geht halt nicht über Bilder, sondern über Zahlen, über Funktionen, eher über Mathe. Und das ist natürlich jetzt für den Laien auch harte Kost. Ja, ich mochte immer Zahlen. Aber dass ich jetzt sowas mal damit machen würde, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und toll wäre natürlich, wenn durch Digitalisierung man diese ganzen Zahlen noch mal mehr in irgendwelche schönen Bilder bringen könnte, sodass man wirklich eine Vorstellung hat von der Gesundheit der inneren Zustände, Stoffwechsel, Zelle. Und das ist halt noch nicht so weit. Ne? Der Nachteil ist, dass man immer jemanden braucht, der über das Blut oder Untersuchung von anderen Flüssigkeiten dann diese Zustände objektiviert. Mhm. Und da ist einfach noch ein Riesengap. Während zum Beispiel die Radiologie total etabliert ist. Ja? Mhm. Also jeder von uns kriegt auch in der Schulmedizin CTs, MRTs, Röntgen, Sonografien, Scintigraphien, PET-CTs. Der Vorteil von der Radiologie ist, ich habe ganz viele Daten, die auch der Arzt gar nicht explizit haben wollte, zufallsmäßig dazu. Das heißt, in einem CT-Thorax, wenn die Radiologin das macht, habe ich nicht nur Lunge, ich habe auch Rippen, ich habe auch Pleura, ich habe das Herz. Umgekehrt, in der Labordiagnostik müsste man genauso eine Einschlussdiagnostik von Themen, Stoffwechselthemen machen. Ja? Also Vitamin D gehören echt, wenn man es gut wissen will, 10 Werte vielleicht, die super interessant sind dazu. Ja? Leider hat man dann immer nur dieses Ausschlussverfahren. Das wäre so wie beim CT, dass man also nur so ein Müh vom Bild darf man sehen. Aber meine Schwester ist Radiologin, die müssen auch immer so drumrum, das Ödem, wie reagieren die anderen Organe. Genauso müsste man auch Labordiagnostik machen. Könnte man auch ergänzen über Genetik, Urin, Speichel, Stuhl. Also alles, was wir so produzieren an Stoffwechselprodukten, könnte man nutzen, um zu objektivieren, wie dieser Mensch funktioniert. Ja? Die Wahrheit ist, so wie wir draußen aussehen, so ist es auch ein bisschen drin.
Also wenn jemand gesund aussieht, ist es auch innen drin so. Also man kann schon sehen, ob jemand sehr, sehr mangelig ist und damit vielleicht auch größere Wahrscheinlichkeiten für Osteoporose hat. So eine ganz dünne, trockene, faltige Frau hat viel höheres Risiko für Osteoporose als eine richtig saftige, robuste, rotbackige, auch vielleicht ein bisschen zu dicke Person. Also das ist nicht immer nur ganz schlecht, ja. Oder jemand, der starke Muskeln hat, der hat natürlich Proteinsynthese. Jemand, der viel geraucht hat, der hat andere Gesichtszüge und hat auch eine andere Gesichtsfarbe. Und wer in der Sonne viel war, das sieht man auch. Und wer viel gelacht hat, sieht man auch. Und innen drin kann man daraus Schlüsse ziehen für das innen drin. Das ist, wusste ich früher auch nicht so. Ja? Aber das kann man schon dann auch sehen oder ahnen und dann natürlich objektivieren, was braucht es denn, um das zu behandeln? Dafür braucht man wirklich Labor. Da erlebe ich auch immer wieder Überraschungen. Ich weiß dann zwar, welchen Stoff ich jetzt suchen muss, aber wie genau ich den dann behandeln muss, auch im Kontext mit anderen, dafür brauche ich Labordiagnostik. Oder Mann. Genau. Ja. Oder Frau. Sehr wertvoll und die ganzen Zahlen, ich hebe es ja nochmal in die Kamera, in der Nährstofftherapie stehen die ganzen Zahlen, die werden alle sehr, sehr gut beschrieben drin und ich merke auch deine Leidenschaft und die 30-jährige Erfahrung. Ich glaube, das, was wir jetzt alles besprochen hatten, ist wirklich für jeden da draußen sehr, sehr gut verständlich, dass auch Otto-Normalverbraucher ohne medizinische Kenntnisse mit den ganzen wertvollen Informationen was anfangen kann. Ich möchte langsam zum Ende kommen und sage an dieser Stelle schon mal recht herzlichen Dank für die ganzen wertvollen Informationen, für deine wertvolle Zeit. Wird natürlich alles dann in den Bereichen verlinkt unter dem Video, unter dem späteren Podcast dann. Und möchte dir auf jeden Fall als liebe Gästin hier nochmal das Schlusswort übergeben. Ja, also Thorsten, vielen Dank hier für diese sehr schöne Diskussion. Ich finde, du hast tolle Fragen gestellt, auch immer schöne Sachen rausgepickt aus dem, was ich gesagt habe. Ich durfte auch ausreden, das finde ich auch ganz toll. Und danke auch, dass du das Buch magst und dass du das empfiehlst. Und ich hoffe, dass viele Zuschauer dadurch einfach noch mehr Wissen bekommen, wie sie individuell für ihre Gesundheit etwas tun können, weil das ist nämlich tatsächlich das, was ich in dem Buch beschreibe, wie Gesundheit funktioniert. Klar komme ich aus der Krankheit lesend, aber aus der Gesundheit betrachtet liest man Laborwerte anders, nutzt Nährstoffe anders. Und das ist etwas, was wir in der Klinik und auch an der Uniklinik als Studenten nicht beigebracht bekommen, noch nicht, wie Gesundheit funktioniert, innen drin im Stoffwechsel mit Nährstoffen und Hormonen. Also das ist eine, ehrlich gesagt, eine ganz neue Idee. Ich würde mich natürlich freuen, wenn sie auch bis in die höchste Schulmedizin irgendwie, sagen wir mal, Eintritt findet. Und ich hoffe da auf Mitwirkung durch deine Zuhörerschaft oder deine Community. Und nicht verzweifeln, es ist komplex, es ist nicht einfach, es ist eine Riesensache, so wie die Natur immer eine Riesensache ist, also ein gesunder Garten oder gesund zu kochen und das ist anspruchsvoll und nicht böse sein, wenn es kompliziert ist. Und vielleicht auch nochmal, ich schaffe nicht nochmal neue Patienten aufzunehmen. Insofern, ihr müsst irgendwie Leute vor Ort motivieren, eure Ärzte. Übrigens, ich habe viele positive Zuschriften oder auch E-Mails von Ärzten bekommen. Also wir sind nicht alleine. Wenn da jemand noch nicht offen ist, so geht zum nächsten Arzt, Ärztin und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele, die der Idee gegenüber sehr offen gegenüberstehen, weil sie ist logisch, mathematisch, wissenschaftlich basiert, sinnvoll, nicht teuer im Vergleich zu vielen anderen Dingen, individuell. Also es ist wirklich eine richtig gute Idee. Finde ich auch und das ist auch ein tolles Schlusswort. Vielen Dank und danke. Wir bleiben in Kontakt, ihr Lieben da draußen. Ciao, ciao. Tschüss.